Western Unchained. Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen. Mit Jörg Brühmann und Sebastian Gerstl. Howdy! Howdy! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier von Western Unchained, dem Western-Podcast, wo wir abenteuerliche, teils unglaubliche und doch wahre Geschichten aus dem Wilden Westen erzählen. Ich bin der Sibi. Ich bin der Jörg. Und beim letzten Mal haben wir gedacht, wir machen mal ein bisschen was anderes, nachdem wir eben sehr viele Schießereien und dergleichen hatten. Gehen wir mal ein bisschen weg von Revolverhelden und werfen mal Scheinwerfer auf ein paar andere Gestalten, die den Wilden Westen auch nachhaltig geprägt haben oder zumindest Elemente von dem, was wir aus dem Wilden Westen, aus Western-Geschichten, aus Western-Filmen und so weiter kennen, mit auf den Weg gebracht haben. Wobei ich dazu sagen muss, dass unser heutiger Protagonist schon auch sehr viel mit Schießen zu tun hat. Ja, durchaus. Ich meine, der Name hat durchaus... Es gab sehr viele Individuen, die den Wilden Westen geprägt haben, deren Name die eine oder andere Waffe später geziert hat. Aber eben die Person, von der wir reden heute, ist ein Erfinder, wenn ich das richtig verstanden habe, Jörg. Ja, genau. Die Person ist ein Erfinder und nach ihr ist nicht nur eine Waffe, sondern sogar eine ganze Waffengattung benannt. Okay. Ich habe ja da was Spannendes gefunden. Auf meinem kleinen Exkurs durch alte Western-Zeitungen habe ich mal im Zeitungsarchiv von Nebraska gestöbert und habe da einen spannenden Artikel gefunden im Red Cloud Chief vom 18. März 1880. Der Artikel trägt den Titel, also der Artikel ist auf Seite 3 erschienen der Zeitung von 4 und trägt den Titel Great Inventions, How They Are Made. Also große Erfindungen, wie sie entstehen, am Beispiel des verstorbenen Mr. Bigelow. Mhm, okay. Ich lese mal ein bisschen was vor. Bin gespannt, wer Mr. Bigelow ist. Um den geht es übrigens heute nicht zentral. Um den geht es nicht, aber darfst nachher mal raten, was der erfunden hat. Also, es gibt eine weit verbreitete Ansicht, dass ein Erfinder jemand ist, der herumtüftelt. Eine unstete Art von Mechaniker, der stets am Experimentieren, Schneiden und Ausprobieren ist, mit einer vagen Vorstellung davon, dass er eines Tages auf etwas Neuartiges und möglicherweise Nützliches stoßen könnte. Zweifellos gibt es in nahezu jeder Gemeinschaft Männer, die ihre Zeit und Mittel in hirnloser Arbeit dieser Art verschwenden. Möchte gern Erfinder, die ohne klar umrissenen oder wohlüberlegten Nutzen im Sinn stets mit nichts beschäftigt sind, die eine Schau aus der Erfindung machen, ohne jemals etwas zu erfinden. Aber solche Männer verdienen den Namen eines Erfinders nicht mehr als der Pantoffelheld, der mit Angelegenheiten der Lokalpolitik hadert, den Namen eines großen Staatsmanns. Der wahre Erfinder ist von einem gänzlich anderen Schlag. Er weiß genau, worauf er hinaus möchte, und sehr häufig ist seine Erfindung bereits vollständig durchdacht, ehe der erste Strich davon zu Papier gebracht oder irgendeine materielle Form Gestalt angenommen hätte. Wenn Sie auf eine Schwierigkeit stoßen, was machen Sie, würde ein Erfinder, der weltweiten Ruhm darin genießt, angenommene Unmöglichkeiten zu überwinden, einmal gefragt. Ich setze mich hin und denke, war die hinreichende Antwort. Die Fähigkeit zu denken ist des Erfinders erste und essentiellste Eigenschaft und kein Ausmaß an Bastelei, egal wie geduldig und mechanisch geschickt, kann jemals ihren Platz einnehmen. Ein herausstechendes Beispiel der Begabung eines wahren Erfinders zu denken wird durch die Erfindungen des verstorbenen Erastus Brigham Bigelow präsentiert. Er war kein Mechaniker, er hatte keine Übung im Umgang mit Werkzeugen, er konnte nicht einmal einen Stift mit Geschick und Gewandtheit benutzen. Seine Erfindungen entstanden in den Vertiefungen seines Gehirns, wo die komplizierte Maschinerie einer jeden geschaffen wurde, bis ins Detail durchdacht, bevor jeglicher Versuch unternommen wurde, ihr eine materielle Gestalt zu verleihen. Also mit anderen Worten, was dieser Zeitungsartikel quasi sagt, ist, Erfindungen entstehen nicht durch iterative Verbesserungen einer Idee, sondern Erfindungen entstehen komplett durchdacht und entspringen dem
Geiste des Genies, nachdem er nur ausreichend, hinreichend drüber nachgedacht hat. Ja, okay. Jetzt bin ich tatsächlich, ich glaube, ich habe eine vage Vermutung, was Mr. Bigelow erfunden hat. Ich glaube, ich habe ein Bild im Kopf. Mr. Bigelow, Erastus Bickham Bigelow, ist der Erfinder von Teppichwebstühlen. Okay. Ich hatte jetzt was anderes gedacht. Was wäre dein Gedacht? Aber ich dachte an dieses Bild mit dieser abgefahrenen Mausefalle. Nein, das ist tatsächlich nicht das. Okay. Das ist nicht das Bild. Nein, Mr. Erastus Bickham Bigelow ist tatsächlich, war ein Teppichwebstuhlmagnat. Hat unter anderem einen Webstuhl entwickelt, für die Zeit revolutionär. Der konnte über 60 Meter Schlingenteppich, bedient von einer einzigen Person, innerhalb von 10 Stunden weben. Oh, wow, okay. Ja. Das ist wesentlich beeindruckender als die Mausefalle. Und das Schöne ist, herrlich übertrieben, wie dieser Zeitungsartikel schildert, ist, dieses spezielle Modell hat er komplett in seinem Geiste entworfen, nicht im Arbeitszimmer und in einer Fabrik, sondern während Eisenbahnreisen, während seines letzten Besuchs in Europa. Ne, er hat quasi sich die Landschaft angeguckt, hat sich angeguckt, wie die Leute handweben, und hat dann komplett, ohne irgendwas aufzuzeichnen oder sonst irgendwie auszuprobieren, komplett in seinem Kopf ausgedacht, ja, so muss das maschinell funktionieren. Auch wenn er angeblich keine Ahnung von Umgang mit Werkzeugen oder ähnliches hat. Sehr interessant, wie das in dieser Ansicht dieses Zeitungsschreibers von 1880 funktioniert oder aussieht. Also, würd gern mal hören, was ein Ingenieur dazu sagt. Ja, auf jeden Fall. Also, dieser Artikel schließt quasi auch mit einem Absatz, in dem so steht: Natürlich ist einem Menschen, der solche kreative Geisteskraft besitzt, es nur von Nutzen, wenn er quasi eine Hand besitzt, die geübt ist im Zeichnen und in mechanischen Konstruktionen. Und eine solche Begabung ist nur eine hervorragende Ergänzung zu dieser Geisteskraft, aber sie wird diese niemals ersetzen. Ja, klar, ich meine, nur so blind vor sich hin werkeln, ohne Sinn und Verstand und dann zufällig auf irgendwas stoßen. Gibt zwar ein paar, die hatten dieses Glück, aber klar, es hilft erst einmal eine Ahnung davon zu haben, was man eigentlich erreichen würde, schon klar. Aber ich finde es schon lustig, dass technisches Zeichnen und mechanische Begabung allerhöchstens als Beiwerk zu Erfindungen gesehen wird. Und was ich auch interessant finde, ist, es ist ein schöner Kontrast. Dieser Erfinder ist quasi ein Mann des Geistes und des Denkens. Gründlich denken, bevor man handelt. Wenn man sich jetzt den typischen John Wayne oder Clint Eastwood Western so betrachtet, der typische Westernheld ist eigentlich das krasse Gegenteil davon. Mhm, ja, das ist erst handeln und dann wahrscheinlich gar nicht denken. Das ist der Mann der Tat, der halt einfach entschlossen einschreitet, ja, bevor er irgendwie hier zu viel Zeit mit Überdenken verschwendet. Ne? Mhm. Aber ich meine, angeblich ist das ein Auszug aus dem Scientific American sogar noch gewesen. Das finde ich dann auch spannend. Also so der führenden populärwissenschaftlichen Zeitschrift dieser Tage, aber halt abgedruckt in diesem aus Red Cloud, Nebraska, dieser kleinen Zeitung hier in einem eher kleineren County. Müssen wir mal gucken, wo das genau war. Mhm. So Nebenartikeln zu, dass die Mrs. Euphemia Flaske jetzt ihren fünften Ehemann geheiratet hat. Also so viel zu der Bedeutung. Die wirklich spannenden Dinge des Lebens. Ja. Aber also die Mausefalle, von der Jörg sprach, also in den 1880er Jahren gab es durchaus verschiedene Bemühungen, eine bessere Mausefalle zu entwickeln. Das ist irgendwie so dieses Klischee, auch dieses Erfinder-Klischee, er erfindet eine bessere Mausefalle. Mhm. Und diese klassische Mausefalle, wie wir sie jetzt alle kennen, dieses Holzbrett mit dem federgespannten Mechanismus, der quasi ein Drahtgestell auslöst, der die Maus tötet. Das kennen wir alle. Das stammt aus dem 19. Jahrhundert. Und die Erfindung, die Jörg ansprach, war ein anderes Modell an federgespannter Mausefalle. Das Grundprinzip ist sehr ähnlich. Also ein gewisser J.A. Williams aus Fredonia, Texas, hat am 26. Dezember 1882 ein Patent eingereicht, das einfach nur als
Tierfalle Nummer 4 bezeichnet wurde. Und Obacht, jetzt kommt die wahrscheinlich amerikanischste Erfindung ever, noch vor der Gatling Gun. Ich zitiere mal seine Beschreibung selber, die er im Patentbüro eingereicht hat. Meine Erfindung bezieht sich auf die Verbesserung von Tierfallen. Sie besteht in der Kombination eines geeigneten Rahmens, auf dem ein Revolver oder eine Pistole befestigt ist, eines Trittbretts, das am vorderen Ende dieses Rahmens befestigt ist, und einer geeigneten Feder sowie Hebeln, durch die die Feuerwaffe entladen wird, wenn das Tier auf das Trittbett tritt. Also, es ist eine Mausefalle, wie wir sie so im Grunde genommen kennen, so ein Holzbrett mit einer metallenen Feder, auf die man einen Köder legt, und über die eine Reihe von Hebel am Abzug eines Revolvers betätigt sind. Und wenn die Maus den Köder schnappt, kriegt sie eine Kaliber 45 Kugel in den Kopf. Das klingt so nach der texanischsten Mausefalle, die man sich so vorstellen kann. Das ist, vielleicht, du knallst die Maus ab. Sonderlich viel Erfolg hat er damit wohl nicht gehabt, denn ja, im Jahr 1894 hat dann ein gewisser W.C. Hooker die Mausefalle sich patentieren lassen, wie wir sie alle kennen. William C. Hooker aus Abingdon, Illinois. Die klassische Mausefalle, einfach mit weniger mechanischen Teilen als die werte, ebenfalls federgespannte Falle von diesem Mr. Williams, aber doch günstiger herzustellen und mindestens genauso effektiv mit vielleicht weniger Lärmbelästigung. Ja, wir sehen, es gab in der Geschichte der Vereinigten Staaten sehr große Erfinder und es gab den Typen mit der Mausefalle. Mausefalle kann auch auf seine Art und Weise die Geschichte prägen, aber manche Erfindungen sind da doch eher so, vielleicht auch mit gutem Grund, eher so in den Hinterzimmern der Geschichte zum Vergessen gelandet. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, diese 1870er, 1880er Jahre und das, also der Wilde Westen auch, ist ja sehr geprägt von den großen Erfindungen, die die Zeit und die Gesellschaft in dieser Zeit ja regelrecht umgewälzt haben. Ich meine, wir denken an den Western und woran denken wir? Wir denken an Eisenbahn. Wir denken an den Telegrafen. Wir denken an den Colt. An den Single-Action-Revolver. Mhm. Also der ohne Vorderlader oder aufwendiges Cap-and-Ball-Prozedere geladen und gefeuert werden kann. Das sind alles Erfindungen, die sind so erst so um die Zeit des Bürgerkriegs oder nach dem Bürgerkrieg entstanden und die haben die Gesellschaft umgewälzt und haben halt eben auch einen radikalen Wandel in dieser Frontier-Region, also in diesen Grenzgebieten zwischen Zivilisation und Wildnis aufgebracht. Oder wie wir in einer der letzten Episoden erst wieder auch erwähnt haben, der Stacheldraht, auch ein wunderbares Beispiel. Ja, das stimmt. Ja, und zumal die Industrialisierung ist ja zu dem Zeitpunkt auch, also weder ist sie sehr alt und zum anderen nimmt sie ja auch gerade in den USA zu der Zeit richtig, richtig Fahrt auf. Mhm. Also gerade der Bürgerkrieg, der amerikanische Bürgerkrieg ist ja einer der Kriege, die das erste Mal dadurch geprägt sind, dass sie sehr stark industrialisiert sind im Vergleich zu den Kriegen der vorherigen Zeit. Ja, die Industrialisierung hat ja den Nordstaaten geholfen, dass sie möglichst schnell Waffen und nötiges Material produzieren konnten, das für den Krieg wichtig und essentiell war. Ja, also wir sind quasi mitten in der Hochzeit der Industrialisierung. Naja, ich meine, der amerikanische Bürgerkrieg war ja der erste von der modernen Industrialisierung geprägte Krieg, der erste Krieg der Massenproduktion sozusagen, von Massenproduktion befördert wurde. Ja, und da schlagen wir übrigens gerade sehr schön den Bogen zu unserem heutigen Protagonisten übrigens. Jetzt bin ich mal gespannt, darfst du mir mal ein bisschen was erzählen, ja? Genau, denn der Mr. Bigelow, den kennt ihr jetzt, er hat den Webstuhl erfunden, aber unser Kandidaten von heute, dessen Namen kennt ihr garantiert. Und wenn ich das jetzt sofort sage, wird euch ein Gerät, das er erfunden hat, sofort in den Sinn springen. Und das ist aber nur eins von vielen. Denn heute möchte ich erzählen von Richard Jordan Gatling. Ah, lass mich raten. Erfinder der Gatling Gun. Exakt. Erfinder der Gatling Gun. Und die Geschichte um Gatling ist aber sehr spannend, denn er hat tatsächlich noch mehr in seinem Leben gemacht, als nur eine Waffe erfinden. Das hat auch sehr, sehr viel mit Industrialisierung zu tun und auch mit der Entwicklung des Westen hin vom Wilden Westen zum besiedelten und agrarisch genutzten Westen
Und gleichzeitig ist er aber in die Geschichte eingegangen, eben für seine eine prägnante Erfindung, für die wir ihn heute eben noch alle kennen. Und wie er darauf gekommen ist, was so die Ursachen waren, da möchte ich auch ein bisschen erzählen. Okay. Richard Jordan Gatling ist geboren im Jahr 1818 in Hertford County, North Carolina. Und zwar ist er der Sohn eines Plantagenbesitzers, und zwar einer sehr, sehr großen Plantage. Sein Vater Jordan Gatling ist zum einen Methodist und zum anderen auch Sklavenhalter. Und er hat eben auch eine sehr, sehr große Plantage. Insgesamt hat er drei Brüder, und sollte auf die Schule geschickt werden, hatte eine kurze Schulausbildung in Buckhorn, einer örtlichen Schule in Hertford County, und sollte eigentlich Lehrer werden. Also er war dann, ich nehme mal nicht an, dass er der älteste Sohn war und war nicht. Nein, er war nicht der älteste Sohn, genau. Er war der Jüngste, müsste er gewesen sein. Also er hat einen älteren Bruder, bei den anderen müsste ich jetzt nachschauen. Aber das klingt dann wirklich so, als ob dann eine quasi gut bürgerliche Laufbahn, aber nicht unbedingt die Laufbahn des Daddys Nachfolger auf der Plantage angedacht war. Genau, ursprünglich sollte er, wie gesagt, Lehrer werden. Er entscheidet sich allerdings anders, geht relativ früh dann auch von der Schule ab und eröffnet einen Country Store in Winston. Und die Zeit nutzt er tatsächlich auch für seine ersten Erfindungen. Und da ist er aber tatsächlich in bester Gesellschaft, denn die Familie Gatling ist bekannt dafür, dass das Erfinden und intellektuelle Neugier in der Familie eine sehr große Rolle spielen und auch sehr gefördert werden. Zum Beispiel sein Vater hat bereits schon sehr früh eine Maschine entwickelt und verbessert zum Aussäen und Ausdünnen von Baumwolle. Also er war Plantagenbesitzer in North Carolina, wie schon erwähnt, da liegt nahe, dass er auch Baumwollplantage quasi hatte. Und sein Vater hat schon da begonnen, den Prozess zu optimieren durch Maschinen. Sein älterer Bruder James Henry wiederum war sehr interessiert in Luftfahrt und hat in den 1870ern ein sehr krudes, handbetriebenes Fluggerät entwickelt und damit mehr oder weniger erfolglos rumexperimentiert und hat sich allerdings auch ein Gerät zum Zerkleinern von Baumwollstängeln patentieren lassen. Also die ganze Familie hat quasi so diesen Erfinder- und Entwickler-Spirit quasi schon von Anfang an gehabt. Wobei das ja tatsächlich mehr nach den Bastlern klingt und weniger nach dem, wie es der Zeitungsartikel schildert, die komplett durchdachte Idee, die so schlagartig und hundertprozentig erfolgreich gleich Gestalt annimmt. Ja, das stimmt. Wobei tatsächlich Gatling auch jetzt nicht unbedingt die Ausbildung hatte, die man, also der hatte keine technische Ausbildung so gesehen, ne? Also er war kein Ingenieur, war auch kein Mathematiker. Er war Sohn eines Plantagenbesitzers und hat das tatsächlich mehr so durch Basteln und selber Erdenken alles entwickelt, was er dann entwickelt hat. Aber finde ich ja lustig, wenn der Bruder in den, wann, 1860ern war das mit der 1870ern. Flugmaschine? Ach, den 70ern. Das sind ja die Wright Brothers gerade erst, also die Gebrüder Wright gerade erst auf die Welt gekommen oder waren gerade mal irgendwie noch so im Vorschulalter. Also da wäre ja sehr früh dran gewesen. Ich finde vor allem sehr spannend, es war ein handbetriebenes Fluggerät. Also ich habe leider keine Abbildung davon gefunden, aber ich stelle mir das schon sehr spannend vor mit einem handbetriebenen Fluggerät. Also es ist ein sogenanntes Heavier-than-Air-Gerät, ist es beschrieben. Also es steigt nicht in den Himmel durch Auftrieb, wie ein Ballon zum Beispiel, der lighter-than-air wäre, sondern wie ein Flugzeug halt durch Auftrieb. Aber handbetrieben, also quasi Flügelschlag durch Ja, auf jeden Fall durch Muskelkraft. Muskelkraft. Genau, also nicht Also motorisiert. viel Spaß. Ja, genau. Und ja, oh, und auch später kommen wir noch dazu. Also Gatling war wohl mehr auch so ein bisschen der Optimierer und Umbauer. Also wir kommen später noch dazu, wenn wir dann über seine berühmteste Erfindung sprechen. Seine erste Erfindung, die er gemacht hat, war tatsächlich eine Schiffsschraube. Und zwar im Jahr Okay. 1839 hat er eine Schiffsschraube entwickelt, und zwar als Ersatz für die langsamen Schaufelräder, die man von den Schaufelraddampfern kennt. Also diese typischen Mississippi Queens, diese großen Schaufelraddampfer, das ist ein sehr ineffizienter Antrieb. Also man braucht sehr viel Energie, um dieses Schaufelrad zu betreiben, und der Vortrieb ist sehr gering im Vergleich zum Energieaufwand. Und Gatling hat sich gedacht, das lässt sich optimieren, hat eine Schiffsschraube entwickelt. Das Traurige an dieser Erfindung ist allerdings, er war nicht der Erste. Er wollte sich diese Schiffsschraube patentieren lassen und erfuhr dann leider, dass ein skandinavischer Erfinder namens John Ericsson bereits eine fast identische Erfindung patentieren hat lassen. Also sein erster Versuch, was Tolles zu erfinden, ist erstmal gescheitert, weil jemand anders war schneller. Hätte bessere Verbindungen ins Patentbüro Ja, gebraucht, so wie andere vermutlich. große Erfinder der späteren Zeit. Ja, ja, genau. Oder einfach rücksichtslos sein sollen, wie andere große Erfinder der späteren Zeit.
Aber tatsächlich hat es auch nicht lange gedauert. Also Gatling hat sich offensichtlich nicht demotivieren lassen. Auch im Jahr 1839 kam er nämlich schon mit seinem ersten Patent um die Ecke. Und zwar für eine Reissamenpflanzmaschine. Und das ist tatsächlich... Vielfältige Interessen. Das stimmt. Fall. Und tatsächlich auch Gatlings Erfinderkarriere ist wohl insgesamt sehr geprägt von landwirtschaftlichen Maschinen. Okay. Also es kommt immer wieder vor, also wenn man sich die Erfindungsliste durchliest, ich habe mal versucht, tatsächlich vom amerikanischen Patentamt eine Liste zu bekommen, es ist nahezu unmöglich, weil es alles halt auch sehr, sehr lang her ist und man sehr, sehr tief graben müsste. Aber sehr viele Erfindungen von Gatling haben tatsächlich mit Landwirtschaft zu tun. Zum Beispiel die nächste Erfindung, 1844 ist in das St. Louis gezogen und hat dort eine Maschine zum Ansäen von Weizen erfunden. Mhm. Also nach Reissamen, Pflanzmaschinen hat er sich jetzt auf Weizen spezialisiert. Und die war tatsächlich auf den Feldern des Mittleren Westens sehr, sehr erfolgreich. Da kommen wir nämlich jetzt zu dem Bezug. Ne? Er hat den Wilden Westen durchaus geprägt, weil er Maschinen entwickelt hat, mit denen man jetzt viel effizienter Weizenfelder anlegen konnte im Mittleren Westen. Okay. Der ja auch immer noch so ein bisschen die Kornkammer der USA ist. Und da ist natürlich Automatisierung und Industrialisierung sehr, sehr wichtig, weil große Nutzflächen, viel Arbeit, theoretisch auch viel Handarbeit, und das hat er jetzt erleichtert, indem er automatisiert hat. Okay. Ein Jahr später, und jetzt wird es richtig, richtig spannend, im Winter 1845 war er auf Geschäftsreise auf einem Flussschiff unterwegs und jetzt passiert ihm ein großes Unglück, denn er erkrankt an den Pocken. Das ist in der Zeit sehr schnell sehr fatal. Ja. Also wir sind noch in der Zeit vor der groß angelegten Pockenimpfung. Genau. Noch ein ganzes Stück davor. Und das noch fataler für ihn ist in dem Moment, dadurch, dass er auf einer Flussschiffreise ist, konnte er 2 Wochen lang keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Das heißt, er musste quasi 2 Wochen lang die Pocken ertragen, bis man ihm irgendwie weiterhelfen konnte. Und das muss ihn wohl nachhaltig geprägt haben, denn jetzt macht er was sehr Spannendes. Nachdem er fast daran gestorben wäre an den Pocken, beschließt er, er möchte sich und seiner Familie selber helfen und für sich selber sorgen können und studiert Medizin. Er geht also aufs College, und zwar aufs Indiana Medical College und aufs Ohio Medical College, also wohl hintereinander. Und 1850 diplomiert er und ist jetzt offiziell Arzt. Okay, eine ganz andere Karriererichtung jetzt. Ja, Richard Jordan Gatling, MD. Tatsächlich war er als Arzt aber nie tätig. Also er hat das scheinbar nur gemacht, um für sich selber und seine Familie sorgen zu können. Ja, aber wenn er nicht tätig ist, wie kann er denn dann sorgen? Ja, also er war nie richtig als Arzt tätig. Okay. Also er hat wahrscheinlich das ganze Know-how gehabt. Er hätte gewusst, wie er sich und seine Familie versorgt, aber er hat nie eine Arztpraxis aufgemacht. Okay, verstehe. Das ist aber ein Detail, das später noch wichtig wird. Ich komme gleich noch dazu. Vorher hat er aber beschlossen, wieder nach Indianapolis zu ziehen und weitere Geräte zu erfinden. Wie gesagt, vor allem für die Landwirtschaft. Unter anderem 1850 eine Hanfzerkleinerungsmaschine und 1857 einen dampfbetriebenen Pflug. Na, also okay. Man merkt schon, wohin die Richtung geht. Wir sind immer noch ordentlich in der Landwirtschaft. Und dampfbetriebener Pflug, ist mir jetzt nicht so weit vom Traktor, sozusagen. Da wird er später auch noch ein Ende finden. Okay. Aber tatsächlich, und jetzt kommt wieder ins Spiel, dass er Mediziner, also studierter Mediziner ist. Zu Beginn des Bürgerkriegs besucht Gatling nämlich Züge, die tote und verwundete Soldaten von den Schlachtfeldern und aus den Armeelagern zurückbringen in die Städte, wo sie dann in Hospitälern versorgt werden. Und was ihm dabei auffällt, ist, dass bei Untersuchungen er feststellt, dass teilweise nur drei von 18 Soldaten an ihren Schusswunden gestorben sind. Die übrigen an Fieber, Lungenentzündung und anderen Krankheiten. Infektionen oder anderes schönes Bein. Genau, er stellt also fest, dass im Krieg die Menschen hauptsächlich sterben, nicht an den Kampfhandlungen an sich, sondern daran, dass sie sich in den Lazaretten, auf den Schlachtfeldern, in den Gräben und so weiter Krankheiten zuziehen und daran sterben. Oder eben an irgendwelchen Folgeerscheinungen. Mhm. Und jetzt trifft er eine sehr entscheidende Überlegung. Und zwar, wenn man Waffen entwickeln könnte, die mehr Kugeln verschießen und so, dass man weniger Männer benötigt, dann würden weniger Menschen an Krankheiten sterben und man bräuchte weniger Soldaten. Sprich, effizientere, zerstörerische Waffen, um weniger Leid auf dem Schlachtfeld zu haben? Exakt. Das ist jetzt sein großer Twist, auf den er kommt.
Er überlegt sich, wenn er Waffen entwickeln könnte, die effizienter töten, bräuchte man weniger Soldaten und dadurch würden weniger Menschen im Krieg sterben, vor allem an Krankheiten. Naja, ich meine, das klingt jetzt erstmal nach hartem Tobak, aber da war er ja leider in der Geschichte in bester Gesellschaft. Ich meine, der Erfinder der Guillotine war ja eigentlich auch ein Gegner der Todesstrafe, aber wollte dann eine humanere Methode zum Hinrichten von Leuten entwickeln, damit die zumindest nicht so leiden müssen. Und das wurde dann zum Massenhinrichtungsgerät. Ja, also genau. Schmerzfreiere. Ja. Ja. Genau, und seine Überlegung ist halt, also er hat es sich offensichtlich ganz eiskalt kalkuliert. Wenn drei von 18 Leuten an Schusswunden sterben, dann braucht es offensichtlich nur die drei und man kann die restlichen 15 Toten quasi einsparen, indem man die Waffen einfach optimiert. Ich meine, es hat was Perfides. Ja. Ich meine, wenn jemand sich eine einzige Kugel in den Bauch fängt, dann ist er nicht gleich tot und es dauert sehr lang und wahrscheinlich stirbt er irgendwie an einer fiesen Infektion oder an inneren Blutungen und es kann sich Tage hinziehen. Wenn er jetzt irgendwie mit 15 Kugeln auf einen Schlag niedergemäht wird, ja, kann man schon sagen, dann leidet er nicht so lang. Ja, also es klingt aus unserer heutigen Perspektive sehr absurd, aber das spricht auch sehr für den Eindruck, den Gatling irgendwie in diesen Zügen bekommen haben muss von den sterbenden Leuten, dass er gesagt hat, lieber erfindet er eine Waffe, die effizienter tötet, damit es weniger Todesfälle gibt. Also ist er auf die Idee gekommen, diese Prinzipien, die er hatte von den mechanischen Saatgutlegern, die so in mehreren parallelen Reihen Saatgut legen, jetzt eine Waffe zu entwickeln, die quasi möglichst schnell und in mehreren Reihen Schüsse abfeuert. Exakt. Denn tatsächlich tut er genau das. Im Jahre 1861 entwickelt Richard Jordan Gatling einen Prototyp einer Waffe basierend auf seinem Weizenaussägerät. Und seine Idee, neben dieser Tatsache übrigens, dass er versucht, das Kämpfen und das Schießen effizienter zu machen, ist übrigens auch, und da ist er im Laufe der Geschichte in sehr guter Gesellschaft, dass wenn er eine Waffe entwickelt, die wirklich, wirklich schrecklichen Eindruck auf dem Schlachtfeld hinterlässt, dass Krieg insgesamt verhindert werden würde, weil Menschen Angst haben vor diesen Waffen. Shock and awe. Da ist er in bester Gesellschaft, denn dieselbe verdrehte Logik hat auch Fritz Haber damals angewendet, als er das Giftgas erfunden hat. Und da ist er nicht der Einzige, das gibt es mehrere Erfinder in der Geschichte, die gesagt haben, wenn wir Krieg möglichst schrecklich machen, wollen Menschen keinen Krieg mehr führen. Das geht von der antiken Erfindung des Flammenwerfers hin bis in die modernste Zeit zur Atombombe. Also ja. Ja, genau. Und deswegen 1861 entwickelt Richard Jordan Gatling den Prototyp der Gatling Gun. Und dieses Gerät ist jetzt tatsächlich das erste Maschinengewehr moderner Bauart. Also es gab Vorläufer in der Geschichte. Also auch Da Vinci hatte schon ein Beispiel für eine sogenannte Sammelbüchse, also mehrere Läufe nebeneinander, die hintereinander schießen. Und auch in Europa, in Belgien, gab es schon die sogenannte Mitrailleuse. Wer den Film Django gesehen hat. Der Django zieht diesen Sarg hinter sich her. Und jetzt Spoiler, falls ihn jemand noch nicht gesehen hat. Er zieht einen halben Film lang diesen Sarg hinterher, macht ihn irgendwann auf und drin ist eine Waffe. Und zwar verkauft wird es als Maschinengewehr. Tatsächlich ist dieses Prop, das sie im Film verwenden, so eine Art Mischung. Denn es soll ein Maschinengewehr sein, es ist von der Bauart aber eine Mitrailleuse. Und eine Mitrailleuse ist nichts anderes als so eine Art, eine sogenannte Sammelbüchse. Das heißt, du hast 50 kleine Läufe, die alle separat geladen sind und du schießt sie der Reihe nach ab. Und wenn die Waffe leer geschossen ist, musst du alle 50 Läufe neu laden. Okay, ja, so lange wie Django in dem Film damit holzt, hat er mit Nachladen weniger Probleme. Deswegen wird auch diese Waffe öfter mal fälschlicherweise irgendwie in Online-Diskussionen oder so als Gatling bezeichnet. Aber dafür ist sie dann doch eine Spur zu klein. Genau. Also die Mitrailleuse gibt es schon seit den 1850ern. Wie gesagt, in Belgien entwickelt, ist aber mehr oder weniger Vorgänger und noch kein richtiges Maschinengewehr in dem Sinn, das quasi kontinuierlich und solange du Munition zuführst, weiterschießen. Mhm. Gatlings Idee ist jetzt tatsächlich, dass man, und jetzt, ich gehe nur kurz darauf ein, denn ganz ehrlich, ihr wisst alle da draußen wahrscheinlich, wie ein Gatling-Geschütz aussieht. Ein Gatling-Geschütz ist ein Geschütz mit mehreren unabhängigen Läufen, die sich drehen und durch die Drehbewegung wird jeder Lauf geladen und abgeschossen. Das hat den ganz großen Vorteil, dass die Läufe quasi während der Drehbewegung abkühlen können und du kontinuierlich immer nachladen und neu schießen kannst mit jeweils einem anderen Lauf. Das ist das Prinzip einer Gatling Gun, das ist bis heute noch funktioniert. Also die Gatling Gun ist jetzt nicht nur diese eine Waffe, sondern es ist mittlerweile eine ganze Familie von Waffen.
die man kennt. Im ursprünglichen Sinne war sie halt kurbelbetrieben, nicht? Genau, also die erste Gatling Gun war tatsächlich handbetrieben. Das heißt, da musste jemand hinten kurbeln, einer musste oben Stangenmagazine nachstecken und dann kamen vorn kontinuierlich Kugeln raus. Das Ding war ziemlich anfällig gegen Ladehemmungen und gegen Fehler, weil natürlich die Kurbelgeschwindigkeit konstant sein musste. Der Ladeschütze musste regelmäßig diese Stangenmagazine nachführen und so weiter und so fort. Die mussten auch sauber eingesetzt sein. Genau, mussten sauber eingesetzt sein. Aber insgesamt war der Mechanismus schon sehr revolutionär, weil er halt ermöglichte, dass man kontinuierlich mit dieser Waffe feuern kann. Das Spannende dabei ist allerdings, also die Gatling Gun, gerne, wenn man so über den Bürgerkrieg spricht, hat die einen sehr mystizierten Ruf. Sie war tatsächlich gar nicht so effizient und sie wird auch gar nicht so oft eingesetzt, denn jetzt kommt der große Twist. Die US-Regierung war an den frühen Gatling-Modellen gar nicht besonders interessiert. Denn, wie schon erwähnt, Richard Jordan Gatling kam aus North Carolina. Er war also ein eigentlich theoretisch, also zumindest aus der Sicht der Regierung, war er ein Südstaatler. Es gab auch immer wieder mal Vorwürfe, er wäre ein sogenannter Copperhead. Also ein im Norden lebender Sympathisant für den Süden. Und deswegen... Ja, ich meine, Sohn eines sklavenhaltenden Plantagenbesitzers zu sein, kam ihm da in dem Zusammenhang wahrscheinlich auch nicht gerade zugute. Ja, genau. Und das, obwohl Gatling eigentlich nie mit der Regierung und dem Militär der konföderierten Staaten in Verbindung stand und auch nicht im Süden gelebt hat. Ne? Also er ist da aufgewachsen, ist aber dann ziemlich bald weg, ne? Nach St. Louis und nach Indianapolis. Aber mit dem Südstaaten hatte eigentlich nie was zu tun. Tatsächlich haben dann aber zwei Männer, und zwar Benjamin Franklin Butler, ein General der Unionsarmee, und US-Admiral David Nixon Porter, jeweils auf eigene Kosten, Waffen von Gatling gekauft. Und zwar Butler hat 12 Stück gekauft und Dixon, der Kommandant der Mississippi-Flotte, hat auch, ich glaube, 5 Stück gekauft. Also relativ überschaubar. Und das waren tatsächlich Privatkäufe. Also von Butler weiß man ganz genau, dass er gesagt hat, er gibt selber Geld aus für diese Waffen, weil er diese Technologie benutzen möchte. Jetzt muss man aber dazu sagen, die frühen Maschinengewehre waren auch deswegen nicht sonderlich effektiv, denn man hat sie quasi wie Artillerie eingesetzt. Das heißt, sie standen hinten, man hat es aufgebaut. Die erste Gatling hatte ungefähr, ich glaube, 12 Mann, habe ich mal gelesen, Besatzung. Relativ viel. Man hat die eher als Artilleriewaffe gesehen und hat das eher so verstanden, dass man sie wie Kanonen oder wie... im klassischen Sinne Pfeilhagel einsetzt. Genau. Ne? Also in einer hohen ballistischen Kurve das Schlachtfeld quasi mit einem Kugelhagel im wahrsten Sinne des Wortes von oben zu benetzen. Genau. Was natürlich nicht sonderlich effizient ist, weil man das sehr, sehr schlecht zielen kann. Genau. Das ändert sich übrigens insgesamt erst im frühen 20. Jahrhundert. Um 1900 rum beginnen deutsche Militärs Maschinengewehre tatsächlich als Unterstützungswaffe für die Infanterie einzusetzen und nicht mehr als Artilleriegeschütze. Die erste tatsächlich in großer Zahl hergestellte Maschinengewehrwaffe war übrigens die Maxim Gun von Hiram Maxim, der sich das Gatling-Prinzip dann genommen hat, beziehungsweise die Mechanik genommen hat und 1885 dann die Maxim Gun entwickelt hat. Die hatte zwar nur einen Lauf, aber Maxims geniale Erfindung war, dass der Rückstoß quasi genutzt wird, um die Waffe weiter zu laden. Im Gegensatz zur Gatling Gun, wo man noch kurbeln musste. Oder später, Gatling hat noch eine Variante davon erfunden, die dann mit dem Elektromotor funktioniert hat. Elektrisch bereits, okay. Genau, kam dann aber mit der Maxim Gun die erste rückstoßgetriebene Waffe. Aber das ist kleiner Exkurs am Rande. Aber jetzt, also wie oft ist die dann tatsächlich... Waren das wirklich die einzigen Modelle, die im Bürgerkrieg den Einsatz sah, diese 12 Modelle? Nein. Oder gab es dann noch vereinzelt noch mehr? Es gab dann tatsächlich noch mehr. Gatling hat dann auch eine eigene Firma gegründet, die Gatling Gun Company, die dann auch modernere Varianten und verbesserte Varianten immer wieder produziert hat. Und die sahen tatsächlich auch noch in anderen Konflikten dann Einsatz. Also die wurden auch später noch in den Indianerkonflikten zum Beispiel verwendet. Ich meine, was die Indianerkriege betrifft, ich glaube sogar Custer hatte damals, als er auf Little Bighorn gezogen ist, Gatling ganz dabei in seiner Einheit. Er hat es nur vorgezogen, sie nicht einzusetzen. Ja, also die Gatling Gun wurde dann auch schon öfter verwendet. Insgesamt hat Gatling 1200 Gatling Guns hergestellt. Das ist eigentlich eine sehr überschaubare Zahl. Ja. Wenn man jetzt so dran denkt, hat also dieses Bild. Es gibt ja durchaus den einen oder anderen, es sind überwiegend Italo-Western, wo so diese Gatling-Guns zum Einsatz kommen. Es gibt ja einen Sergio Leone-Film tatsächlich, der im Englischen den schönen Titel Duck You Sucker trägt. Giù la testa, im Deutschen heißt der Todesmelodie. Der sozusagen eine
so die, der fehlende zweite Teil von Leon des Amerika-Trilogie, quasi zwischen Spiel mir das Lied und Es war einmal in Amerika, der sich in erster Linie mit dem mexikanischen Revolutionswirren beschäftigt, so Anfang des 20. Jahrhunderts, so bis zu den 1910er Jahren, hat aber immer noch sehr starke Western-Anklänge. Und da hat auch eine Gatling-Gun eine sehr zentrale Rolle in diesem Film. Mhm. Also die Waffe selber ist, ich habe ja am Eingang schon erwähnt, die Waffe ist sehr mythologisch aufgeladen, weil sie eben damals was sehr Neues war. Insgesamt ist der Einfluss, aber also der realistische Einfluss der Gatling-Gun relativ gering. Also ich habe ja gerade erwähnt, 1861 ist sie erfunden worden. Die letzte Gatling-Gun wurde im Jahre 1903 ausgemustert, weil man sie durch neuere Formen von Maschinengewehren ersetzt hat. Also na, es sind 42 Jahre, das ist jetzt nicht wirklich viel. Und auch 1200 Stück ist nicht so wirklich viel, wenn man überlegt, wie groß die Heere nicht schon wirklich, im Bürgerkrieg waren. Aber tatsächlich der Eindruck, den er halt hinterlassen hat mit seiner Erfindung, war schon, es war nicht der, den er wollte. Also es war nicht die Waffe, die den Krieg quasi so schrecklich macht, dass keiner mehr Krieg finden wollen würde. Nein, ja. Also wenn man sich überlegt, was dann die Nachfolger, die geistigen Nachfolger der Gatling ganz im Ersten Weltkrieg so anrichten, kann man nicht sagen, dass er damit mit dieser Mission viel Erfolg hatte. Nein. Auch da reiht er sich leider in eine lange Reihe von Menschen ein, die dachten, the war to end wars und damit halt einfach schrecklich falsch lagen. Tatsächlich hat er aber dann nach der Gatling Gun auch keine andere Waffe mehr erfunden. Stattdessen hat er sich sein Leben lang noch mit anderen Dingen beschäftigt. Also es war nicht Schluss bei Erfinden. Er ist auch noch verantwortlich für die Erfindung einer Verbesserung von Toiletten. Er hat Fahrräder erfunden. Also Wasserklosett. Ja, also ich habe leider nicht mehr dazu gefunden. Es hätte mich jetzt echt interessiert, was er am Klo verbessert hat. Aber man merkt, er hat sich mit sehr vielen Dingen beschäftigt. Toiletten hat er verbessert, er hat Fahrräder erfunden, er hat ein Gerät zur Dampfreinigung von Rohwolle erfunden. Okay. Er hat sehr viel mit pneumatischer Energie gearbeitet und auch in vielen, vielen anderen Bereichen Erfindungen wohl noch gemacht. Wie gesagt, ich habe es leider nicht geschafft, eine Patentliste von ihm aufzutreiben, was Richard Jordan Gatling alles erfunden hat. Es klingt aber in der Tat extrem umfangreich. Ja. Wie gesagt, ein Mann von zahlreichen unterschiedlichen Interessen tatsächlich. Ja, leider, das ist so ein bisschen das Problem, auf das ich gestoßen bin. Es gibt keine zusammenfassende Biografie von dem Mann. Das ist eigentlich sehr schade, denn ab von diesem einen Ding, was halt jeder kennt, war er wohl sehr umtrieb, was Erfinden angeht. Er war tatsächlich im Jahr 1891, wurde übrigens sogar zum ersten Präsidenten der American Association of Inventors and Manufacturers. Das wird mir ja nicht von irgendwo her. Und das Amt hat er 6 Jahre lang ausgeübt. 1891, das ist, das ist bereits gut in der schaffenden Zeit eines Edisons. Ja, also, genau. Also, es würde mich jetzt, es gibt keinen, ich habe keinen Nachweis gefunden, aber es würde mich jetzt nicht wirklich wundern, wenn die sich gekannt hätten. Hm. Und wenn man bedenkt, dass Edison sehr viele seiner Erfindungen einfach von anderen Leuten hat, muss man auch sagen, dass Gatling schon, also vielleicht nicht so gut im Vermarkten und Investieren war, aber durchaus im Erfinden mit dem guten Edison schon mindestens auf einer Höhe war. Es ist schon lustig. Wir haben 1891, gibt es bereits so berühmte Erfinder, die auch heute jedem was sagen, eben wie eben Thomas Alva Edison oder Alexander Graham Bell, der zu diesem Zeitpunkt ja bereits das Telefon erfunden hat. Auch ein Nikola Tesla hat da bereits erste Sachen gemacht, auch wenn der nicht so erfolgreich war, aber nichtsdestoweniger. Also es gibt da schon einige so richtig, es gibt bereits die Firma General Electric und dergleichen. Mhm. Und trotzdem ist dann der erste Vorsitzende der Inventor Society der Erfinder der Gatling Gun. Ja, das Spannende ist, übrigens schön, dass du es erwähnst, also dass du speziell Alexander Graham Bell erwähnst, denn auch Alexander Graham Bell wird zwar oftmals als der Erfinder des Telefons gefeiert. Es gibt allerdings zum Beispiel von Jahren vorher von einem Deutschen namens Johann Philipp Reis schon mal die erste Erfindung des Telefons. Und auf den geht auch das Wort Telefon zurück im Deutschen. Und zumindest bestimmte Teilerfindungen vom Telefon, sagt man nach, hat der Bell einfach davon profitiert, weil er einen guten Freund hatte, der im Patentbüro gearbeitet hat. Ja, und auch von Nikolai Tesla wissen wir, dass viele Erfindungen von Tesla sich dann einfach Edison unter den Nagel gerissen haben. War ja ein Angestellter seiner Firma am Anfang. Ja. Und es ist davon auszugehen, dass sehr viele Erfindungen, die Edison zugeschrieben wurden,
letztendlich von seinen Angestellten erfunden wurden oder von verschiedenen seiner Angestellten. Genau. Aber, tatsächlich, du hast ja erwähnt, das klingt schon sehr nach Traktor alles. 1900 hat Gatling einen motorgetriebenen Flug und damit auch einen Traktor mitentwickelt. Das heißt, er hat wirklich, also dann schon, 1900 war dann schon mit Verbrennungsmotor, nicht mehr mit Dampf betrieben. Und auch da war er sehr, sehr Pionier. Das heißt, landwirtschaftliche Maschinen waren sein Ding. Und tatsächlich hat er sich in seinen letzten Lebensjahren dann nämlich wieder nach St. Louis zurückgezogen und wollte eigentlich ein Unternehmen für die Herstellung von Traktoren und motorgetriebenen Pflügen entwickeln. Und da endet dann leider die Geschichte von Richard Jordan Gatling. Denn während eines Aufenthalts in New York City, um seine Tochter zu besuchen und mit seinem Patentbüro zu sprechen, ist er dann am 26. Februar 1903 im Haus seiner Tochter gestorben. Oh je. Noch bevor sein Patent für seinen Traktor dann wirklich angenommen wurde. Aber das ist ja dann doch ein recht gutes Alter, das er erreicht hat. Ich meine, 1818 war er geboren. Mhm. Ja. Also mit 85 war er noch ganz schön umtriebig, der gute Mann. Der war sein ganzes Leben lang spannenderweise umtriebig. Also sein Erfindungsdrang hat wohl nie abgeebbt und er hat immer wieder versucht, neue Dinge zu erfinden. Die beiden wichtigsten Dinge, die er tatsächlich wohl aber erfunden haben, sind seine Aussaatgeräte und die Gatling-Gun. Was dann wahrscheinlich schade ist, dass er überwiegend eben für diese Erfindung in der Geschichte verdauert hat. Wissen wir, was er darüber gedacht hat, dass das sozusagen sein Nachlass an die Welt ist? Da gibt es leider keine Überlieferung dazu. Tatsächlich, also kann jetzt sagen, vielleicht hat er Glück, dass der amerikanische Bürgerkrieg der letzte große Krieg mit amerikanischer Beteiligung war, den er erleben musste. Naja, er hat dann zumindest noch den amerikanisch-spanischen Krieg erlebt und zumindest in Europa ging es dann auch nicht gerade ruhig. Ja, das stimmt. Aber den Ersten Weltkrieg zum Beispiel hat er dann nicht mehr miterlebt. Der ja. Ist für ihn wahrscheinlich tatsächlich. Ja, besser. Der ja dann wirklich sehr stark durch seine Erfindung, also das Prinzip seiner Erfindung geprägt wurde. Mhm. Tatsächlich hat er übrigens im Laufe seines Lebens sehr oft investiert. Ähnlich Edison. Im Gegensatz zu Edison hat er allerdings nicht immer einen guten Riecher. Das heißt, er hat auch sehr viel Geld im Laufe seines Lebens verloren. Insgesamt ist er allerdings als relativ reicher Mann dann gestorben. Also in Not und Armut musste er nicht verenden. Na, immerhin. Ich meine, da konnte er sich's ja dann leisten mit seiner Gatling-Gun-Fabrik. Ja. Wahrscheinlich damit Verlust gemacht zu haben. Ja, das klingt jetzt zynisch, tut mir leid. Es ist tatsächlich, also die Geschichte ist so ein bisschen tragikomisch, denn wie schon mehrfach erwähnt, wir kennen ihn alle für seine zerstörerische Erfindung. Der Großteil seiner Erfindungen waren allerdings tatsächlich eher gedacht, um Gutes zu bewirken damit. Also Nahrungsmittel zu produzieren und ich glaube auch die Verbesserung der Toiletten hatte durchaus einen noblen Hintergrund. Und selbst bei der Erfindung der Gatling Gun war ja seine Idee eigentlich tatsächlich Menschenleben die Zahl der Toten zu verringern und Kriege eher unattraktiv zu machen. Hätte sich mal versucht daran, eine bessere Mausefalle zu erfinden. Das stimmt. Ja, das war auf jeden Fall die Geschichte von Richard Jordan Gatling. Schon schade, dass so ein Mann, der so viele tolle Sachen eigentlich machen und bewirken wollte, effektiv nur für die Massenvernichtungswaffe bekannt geblieben ist. Ja. Aber wenn es euch gefallen hat, wie immer hier mein Sprüchlein, wenn ihr Spaß hattet, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Vorschläge habt, dann schreibt uns eine E-Mail an westernunchained@gmail.com. Und ansonsten hoffe ich, hat euch unsere heutige Geschichte wieder gefallen. Sibi, was machen wir denn das nächste Mal? Also ich habe mir gedacht, wir haben ja jetzt den amerikanischen Bürgerkrieg angeschnitten. Der Bürgerkrieg ist zwar nur ein kleiner Abschnitt des Western-Genres, wie wir es historisch, aber auch cineastisch kennen. Es waren nur 5 Jahre von irgendwie 120 oder mehr, wie man sie im Wilden Westen verorten kann. Aber er hat doch den Wilden Westen, also speziell eben den Wilden Westen des Western-Teils, sehr nachhaltig geprägt. Da habe ich mir gedacht, gehen wir mal ein bisschen mehr drauf ein. Und zum anderen habe ich mir auch gedacht, bisher waren mit der Ausnahme eines hispanischen Vertreters alle unsere Protagonisten irgendwie kaukasisch weiß. Mhm. Deswegen erzählen wir doch mal ein bisschen was
Ich dachte mir, vielleicht erzählen wir ein bisschen was über schwarze Westernhelden oder über die Schwarzen, die eben die Geschichte des Westerns geprägt hat. Und ich habe mir erst gedacht, wir gehen ein bisschen auf die Buffalo Soldiers ein, also eben die sogenannten Buffalo Soldiers ein, also die Armeeregimenter, die komplett aus Schwarzen zusammengesetzt haben, aus Afroamerikanern, aus Freigelassenen, aus freien Männern oder auch aus entflohenen Sklaven für den Bürgerkrieg. Und denen Bob Marley auch ein Lied gewidmet hat. Unter anderem, ja. Und zu denen es auch einen eigenen Film von diesem Namen gibt. Aber als ich angefangen habe, dazu zu recherchieren, ist mir aufgefallen, dass es schwer ist, die Geschichte der Buffalo Soldiers zu erzählen, ohne die Geschichte zu erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass die Nordstaaten, also speziell die Nordstaaten, die ersten schwarzen Regimenter zusammengestellt haben. Und das lässt sich tatsächlich auf die Geschichte eines Mannes zurückführen, der jetzt vielleicht nicht unbedingt eine ausgeprägte Westerngestalt ist, dessen Handlungen während des Bürgerkriegs dafür gesorgt haben, dass die Nordstaaten es sich anders überlegt haben und angefangen haben, schwarze Regimenter auszuheben, und der ein echtes Teufelsstück sich geleistet hat. Wir erzählen beim nächsten Mal als Vorgeschichte, bevor wir dann später zu den Buffalo Soldiers übergehen, die Geschichte von Robert Smalls und seine Handlung bei der Blockade von Charleston im amerikanischen Bürgerkrieg. Cool. Ich bin gespannt. Okay, dann bedanke ich mich recht schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Ich darf mich verabschieden und sage ciao.